So, Freedom Version. Version sag ich schon. Freedom 1, Episode 3, Level 5. Übrigens, ach genau, siehst du, kann ich gleich mal hier noch abändern. Das haben wir ja jetzt durch. Da kommt als nächstes Episode 4. Hoffentlich spielen wir sie auch durch. Wenn da jetzt auch kaufenweise dunkle Räume kommen, ne, dann war's das halt, ne? Wobei die ersten vier Levels von Episode 3 waren ja relativ gut oder richtig gut. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Hoffentlich sind die ersten vier Levels von Episode 4 auch gut. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall jetzt erstmal Freedom. Ach ja. Ja. Okay. Das war ja Überraschung vollgleich. Wobei die mein letztes Freedom Let's Play gesehen haben, wissen bereits, was kommt. Freedom. Ja. Ja. Was soll man dazu sagen? Also, diese Räume, wie man sieht, der Level besteht nur aus dem Raum. Mehr ist er nicht. Das liegt daran, weil Freedom ist ja nach wie vor Work in Progress. Das heißt also, die Levels werden immer noch überarbeitet und manche Levels, so wie das Level, ist halt noch überhaupt gar nicht vorhanden. Das heißt also, findige Spieler, oder vielmehr findige Map-Designer, die meine Videos zum Map-Design geguckt haben und daher perfekt wissen, wie man ein Level erstellt. Ja, wenn sie Spaß haben, können sie ja ein Level programmieren und bei denen dort einreichen. Dafür sind sie offen. Freedom ist ja nach wie vor Open Source. Aber eben, bisher ist ja kein Level. Das heißt also, sobald ich jetzt den Schalter drücke, ist das Level vorbei. Von daher, ich hoffe, die nächsten Levels haben. Nicht, dass jetzt alle Levels jetzt komplett unbelegt sind. Das wäre blöd. Sonst wäre das nämlich jetzt die nächsten Folgen, wenn ansonsten jetzt die kürzesten Folgen, die ich hier aufgenommen habe. Na gut. Achso, halt, nochmal ganz kurz. Wir können hier auf jeden Fall nochmal hier Flashlight ausschalten. So. Warum auch immer das Flashlight überhaupt an war. Aha, seht ihr? Hier ist wieder ein normales Level. Das war wie gesagt nur deswegen, weil halt das war halt ein Level, was halt noch nicht vorhanden war. Naja, blöd gelaufen. Schau mit V.